Ei gut, du sendest schon was, Christina Verlam. Also heute wollte ich mal was erzählen, was mir früher alles hatte. Und zwar hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wo ich dann erzählt habe, dass mir halt mehrere Geschäfte in Lahm hatte und Wirtschaften und so weiter und so fort. Aber mir hatte ja noch allerhand Betriebe in Lahm. Also mir hatte das Stahlmetz in Lahm und mir hatte ein Schauster in Lahm. Das war der Ferdinand. Der hat die Schau gemacht, da konnte mir alle Lehrersachen hinbringen. Dann hatte man den Schreiner natürlich im Dorf, man hatte den Schmidt im Dorf, da sind die Gäulbe schlo worden, da konnte man zugucken. Man hatte den Metzger im Dorf, der hat die Säue geschlacht und die Rinder hat er geschlacht, konnte man auch zugucken. Da hatte alle Leute mehr oder weniger einen Bauernhof, also entweder waren sie Landwirte oder Nebenerwerbslandwirte. Jeder hat ein bisschen Land und hat dort drauf gewirtschaftet. Und man hat Gärte und Krautgärte, wo das Gemüse gezogen worden ist. Man hat ja praktisch alles selber gezogen. Sind ja nur so Grundnahrungsmittel noch nebenbei gekauft worden. Mehl und Zucker, Butter und sowas, Fett halt, Gewürze. Aber man hat im Prinzip Fleisch selber, man hat Kartoffel selber, man hat Gemüse selber und alles andere ist N gemacht worden. Das ganze Obst ist N gemacht worden. Meine Oma, die hat so ein Gerät, ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat. Jedenfalls konnte man dort Bixen machen. Da sind die Leute mit ihren Bixen mit dem N gekochten Geschirr halt bei die Oma kommen. Und die hat die Büchse zau gemacht. Mit dem Ding. Und ja, die haben das halt mit dem Kernchen gebraucht. Und da ist dann die einzelne Büchse zau gemacht worden. Da haben die Leute wieder mit haben genommen. Und beim Bäcker, da konnte man halt backen lassen. Da konnte man auch selber mithelfen. Zum Beispiel die Quetsche draufsetzen oder die Äpfel draufsetzen auf die Kuchen. Das war auch immer ganz schön. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich noch jemand vergesse. Ach, man hatte noch einen Korbflechter, Besenbinder. Das war der Eulerschvater. Der hat Korb geflochten und Besen gebunden. Der hat immer mal abgesessen. Da konnte man auch zugucken, da konnte man auch Besen bestellen. Und Korb konnte man da bestellen oder man konnte man auch so holen. Also, das war ganz toll. Das hat er super gemacht, ja. Das ist ja ein Handwerk, was halt heutzutage verloren geht, ist eigentlich schade drin. Ich hatte mal gehört, in Flachtet jemand sowas mache, aber ich weiß nicht so richtig, ob das stimmt. Das muss ich noch einmal in Erfahrung bringen, das auch nicht, soll ich noch einmal an den Tag. So, ihr Leute, das war's für heute. Macht's gut, halt euch, bleibt all gesund, bis wir dann morgens, Christina Verlam. Tschüss.